Ich freue mich, heute Abend zu euch sprechen zu dürfen, meinen Text nochmals vorzulesen. Und ich werde vielleicht bei dem einen oder anderen Satz noch so etwas einfügen, vielleicht, dass ihr besser den Hintergrund dieses etwas lyrischen Textes versteht. Es war meine Absicht gewesen, euch keine vorgekaute Nahrung zu servieren, dass ihr dann mehr oder weniger freiwillig schluckt, sondern mit diesem Impuls wollte ich eigentlich zum Nachdenken anregen. Ja, darum auch diese etwas lyrische Form, weil das Eigentliche sich zwischen den Zeilen versteckt. Ja, inspiriert bin ich von Hermann Hesse. Ja, seltsam im Nebel zu wandern. Ja. Und da habe ich so meine eigenen Gedanken gemacht. Ja. Gedanken im Nebel. Das kann man ja sehr unterschiedlich verstehen. Ja. Da ist ja weniger Nebel das Thema, sondern sobald wir im Denken sind, dann vernebelt sich ein wenig unsere Präsenz. Ja, dann sind wir mehr im Denken, aber weniger im Sein. Das ist schon so etwas der Einstieg. Ja, auf dem Weg zum Arzt. Eine dichte Nebelwand. Vor mir ein LKW. Er nimmt mir die Sicht. Und vor allem, es geht langsam. Viel zu langsam, denn die Zeit, sie drängt. Endlich im Wartezimmer, dicht gedrängt, ungeduldiges Warten, und die Zeit, sie dehnt sich, sie verstreicht zu langsam, viel zu langsam. Und die Zeit irgendwie rumbringen, ja, sie totschlagen, ein seltsamer Gedanke. Und dann endlich, nach langer Zeit, ein Knarzen. Mein Name, na endlich. Auch nun kein Wunder, ich bin ja der Letzte. Und nach langem Warten fühle ich mich auch so. Und dann stehe ich der Ärztin gegenüber und bin erstaunt. Ja, die Ärztin, eine Dame mittleren Alters, ihre Kleidung extravagant und lebendig, da möchte ich ein bisschen mehr ins Detail gehen. Es war eine ältere Dame in Lederhosen und gefärbtem Haar. Und das habe ich nicht erwartet. Und in dem Moment ein Lächeln, ein tief berührt sein. Und ich denke, ja, die Frau, die ist mutig. Ja, und sie zeigt es. Ja, sie ist mutig, sie selbst zu sein. Ja, und mein Gemüt ist heiter und die Zeit, wieder die Zeit, sie fliegt dahin. Meine Ärztin. Und dieser Wechsel ist mir wichtig. Also nicht nur die Ärztin, eher eine Unbekannte mir gegenüber, jetzt ist sie meine Ärztin. Ja, und dieses Mein soll die Verbindung darstellen. Ja, sie ist meine Ärztin. Ja, habe sie sofort zu mir genommen. Und sie ist freundlich. Und dann bestimmt in ihrem Ton, das muss operiert werden. Und das war nicht das, was ich erwartete. Oh, und für einen Moment sind meine Gedanken still, ein Stück weit eingefroren und auch die Zeit steht still. Und mein Denken und die Zeit, sie sind untrennbar in Verbindung. Ja. Darüber können wir vielleicht nachher etwas sprechen. Ja. Die Zeit steht still und die Gedanken
Sie kommen wieder, die trüben Gedanken, sie steigen wieder auf in mein Bewusstsein. Ja. Und ich stehe wieder wie im Nebel. Das ist der Text. Und zu diesem Text, ja, Gedanken sind wie Herbstblätter im Abendwind. Ja. Unbeständig sind sie, sie flattern im Wind und irgendwann fallen sie, ja, wie eine verneinende Gebärde. Und die Zeit, Jahr und Tag vergehen, wir messen ja die Zeit in Tage, in Jahre, in Stunden, in Minuten. Das ist eine Möglichkeit, die Zeit wahrzunehmen. Aber auch meine innere Zeit, mein Wünschen, meine Träume, irgendwann ist die Zeit vorbei und sie fallen ins Nichts. Aber was bleibt? Was immer bleibt, ist der Augenblick. Ja. Und er ist deins. Der Augenblick ist deins, wenn du ihn leben kannst, wenn du ihn genommen hast, nicht an verstreichen lässt. Ja. Dass die Zeit geradezu durch dich hindurch lebt. Ja. Der Augenblick kann, ja, ganz bewusst den kühlen Herbstwind in meinem Gesicht wahrzunehmen oder auch diesen pochenden Schmerz tief in meinem Inneren. Das kann auch das Licht der Sonne sein, das sozusagen durch den Nebel meiner Gedanken hindurchstrahlt und mein Gemüt erheitert, meine Freude erhellt. Vielleicht gibt es Schöneres, aber der Augenblick ist dein, das ist das, was dir zur Verfügung steht. Du darfst sein, ja, so wie jeder Augenblick geschenkt ist, ja, kannst du es als Geschenk nehmen, wie du auch dein Dasein als Geschenk nehmen kannst. Ja, in der Kontemplation oder überhaupt in der Spiritualität betone ich sehr gerne, wenn du einen Weg gehst, dann richte deinen Geist aus und mache dir bewusst, von welch unschätzbarem Wert die menschliche Geburt ist, dass du da bist. Nicht. Und weil du da bist, bist du besonders. Nicht, weil du etwas Besonderes kannst oder ein besonderes Talent hast oder sonst was. Allein dein Dasein ist das Besondere. Ja. Und wie das Leben etwas Geschenktes ist und jeder Augenblick etwas Geschenktes ist, nimmst du es auf als Geschenk, hast du immer etwas, was du weiter schenken kannst. Ja. Und das Größte, was du geben kannst, ist, dass du da bist. Für jemanden, zum Beispiel. Wie sonst könnten wir unsere Liebe teilen? Ja? Und die Liebe ist hier nicht diese emotionale Empfinden für jemanden oder für etwas, sondern die Liebe ist für mich ein Geisteszustand. Es ist das Erkennen der Allverbundenheit, der Verbundenheit mit allen. Ja. Und es ist, wie jemand sagte, es ist das Kraftfeld, das immer vorausgeht, das uns die Möglichkeit gibt, in Beziehung zu sein. Ja. Wir sind immer in Verbundenheit. Keiner lebt für sich allein und keiner ist nie allein für sich. Ja. Aufgrund von Liebe, das immer ist. Ja, aber dass wir unterschiedlich wahrnehmen und fühlen können. Ja. Ja, du darfst sein. Worte verschenken, dich selber verschenken,
Leben, lieben. Und ein letzter Gedanke, mir hat jemand geantwortet auf diesen Impuls aus China. Und sie sagte, hier ist Nebel. Nicht nur das, was uns die Sicht nimmt und dann sozusagen uns trennt vom anderen. Der Nebel ist auch das, was uns verbindet und wird als Atemelement betrachtet, als Leben betrachtet. Und das Interessante ist, wenn wir Nebel von hinten lesen, dann haben wir Leben. Ja. Und ich finde dieser Aspekt etwas, Leben hat auch etwas Verbindendes. Es ist nicht nur einsam sein, was mich trennt vom anderen, oder auch mich in den Gedanken zu verlieren und mich trennt von mir selbst. Es hat auch den anderen Aspekt des Verbindens, der Verbundenheit, etwas Lebendiges. Es ist der Atem des Lebens, wie die Chinesen sagen. Und letzter Satz, dein Herz, dein Wesen, es kennt keine Jahreszeit. Ja, und das ist eine Erfahrung, die wir durchaus in der Mystik machen können. Ja, die Zeit, sie existiert nicht mehr. Ja, die Erfahrung von Zeitlosigkeit, von absoluter Stille und, im Zen würde man sagen, Leere. Leere, nichts. Und Zeit wird ja, so zumindest wie es ein Philosoph mal ausgedrückt hat, der Aristoteles, Zeit ist das Maß der Veränderung. Ja? Veränderung, das immer stattfindet. Und durch die Veränderung wird Zeit wahrnehmbar. Ja? Aber wenn wir in der Kontemplation, in der Mystik, wenn die Gedanken, wenn sie still werden, uns nicht mehr in den Gedanken verlieren, verlieren wir das Zeitgefühl. Es wird still. Ja, und das Tor, das Jetzt, der Augenblick, das ist das Tor zur Zeitlosigkeit. Keine Veränderung, keine Bewegung, keine Gedanke, leere Stille. Ja, das wollte ich euch jetzt heute Abend als Impuls mitgeben, wenn ihr nachher ins Gespräch geht, und ich bin gerne bereit, mit euch, ich betrachte es auch als eine Art Kamingespräch, ein Gespräch miteinander, und bin sehr, sehr offen und bereit, auch eure Gedanken zu hören und aufzunehmen, Und jetzt schon danke dafür.